Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge mit unserem Bakery Simulator. Das letzte Mal hat man ja nur das Tutorial kurz mal gemacht, um mal die Grundlagen festzustellen. Jetzt wird es immer noch vielleicht ein bisschen hakelig sein, ich weiß es nicht, aber wir können ja mal unseren ersten Auftrag entgegennehmen. Einmal ein dunkles Brot backen, da bringen wir das hin, bestätigen. Und dann können wir ja hier mal das Rezept aufrufen. Und dann schauen wir mal, wie sich das gestaltet. Auf jeden Fall braucht man Roggenmehl. Und man sieht auch, es hat sich hier was erweitert. Und das ist zwar hier in der englischen Beschriftung, obwohl natürlich Deutsch, aber das ist, denke ich mal, klar, was diese Sachen bedeuten. Stellen wir natürlich jetzt einmal ein. 500 Gramm Roggenmehl. Und wir sehen sie dann oben, falls da irgendwas nicht passen sollte. Und haben natürlich auch ein bisschen Zeitdruck. Jetzt das Wasser rein. 300, das passt. Dann ein bisschen 50 Milliliter Olivenöl noch rein. Dann hier 5 Gramm Hefe. Drückt man einfach 5 Mal. Dann Salz. Brauchen wir 5 Gramm auch. 2 Gramm Zucker. Okay, dann können wir das hier rühren. Sollte ja soweit passen, denke ich mir mal. Dann kann man ja das hier jetzt etwas beschleunigen. Wer das Tutorial nicht gesehen hat, kann sich das ja gerne nochmal anschauen. Da hat man den ein bisschen aufgewertet, damit das Mixen etwas flotter geht. Kann man natürlich nicht in den roten Bereich kommen. So, okay. Da was passiert drauf. Ne, hier, genau. Und die Schüssel stellen wir wieder zurück. So ist es. Und jetzt können wir das auswalzen. Natürlich kann man hier runde Brote, Brötchen, Baguettes, Croissants, aber ich denke mal, runde Brote wird passen. Okay, jawohl, dann haben wir das schon. Dann nehmen wir hier das Blech, legen wir es drauf, machen hier auf und rein damit und zu. Und dann dauert es einige Zeit. Sitzt hier 60 bis 80 Sekunden. Dann können wir natürlich früher oder später auch mal den Ofen erweitern, aber im Moment geht es noch nicht. Moment, müssen wir hier noch warten, bis die Minute rum ist. Und da würde ich mal sagen, machen wir einen kurzen Zeitsprung. So, und jetzt ist es schon fast soweit. Jetzt haben wir das schon fast fertig. Entschuldigung, musste kurz mal husten. Aber auf jeden Fall legen wir jetzt das Brot hier rein. Da können wir ja wieder zumachen. Und die Kiste legen wir hierher zum Liefern. Und schon liefern wir die Sachen aus. Aktion auswählen, kann man hier nicht in die Stadt gehen. Sollen wir das wahrscheinlich hier jetzt mal liefern lassen? Zugestellt. Okay. Ja. Wenn das so einfach geht, haben wir es jetzt nicht mal selber liefern müssen. Okay, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Zweimal dunkles Brot, stelle ich mal hier. Dann können wir natürlich hier das Rezept mal auch anpinnen. Holen wir hier rein 1 Kilo Roggenmehl. Und Wasser. 100 Olivenöl. Hefe. Salz. Zucker. Und das wär's dann schon wieder.
wieder ein bisschen Gas geben. Hier drauf, wo stellen wir die Schüssel her, da zurück. Wieso funktioniert das nicht? Was müssen wir jetzt da noch vorher machen? Ah, jetzt geht's. Hier die zwei Teile kneten, in die richtige Richtung wieder ziehen. Okay, das war Nummer 1. Und jawohl, okay, dann drauf aufs Brett. Auf mit dem Ding und schließen. Und da haben wir wieder einige Wartezeit und die werden wir natürlich wieder überspringen. So, dann haben wir das auch schon fast. Und auf und raus und hier rein in die Kiste zweimal. Das Ding legen wir zurück. Dann werden wir das hier liefern, hoffe ich doch mal. Vielleicht können wir es diesmal selber liefern. Wir können es anscheinend nur wieder liefern lassen. Hat gepasst. Aber es ist, finde ich, nicht so spaßig, wie wenn man hier das selber liefern kann. Aber da sieht man hier Straßensperrung. Und jetzt machen wir einfach nochmal eins. Einen neuen Tag beginnen. So. Ich könnte ja auch hier mal, da ist ja unten hüpft da dieses Haar. Okay, ansonsten sehe ich hier nichts Besonderes, was man hier nachschauen könnte. Schauen wir mal hier rein. Das ist beim Dreier. Okay. Mysteriös, aber dann versuchen wir es einfach nochmal. Dreimal goldenes Brot könnte man ja mal versuchen. Vielleicht ist es auch so, dass man das an einer bestimmten Stelle dann hinstellen muss, die Kiste. Das werden wir aber jetzt einmal sehen. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir erstmal das Rezept hier mit. Und die Schüssel natürlich. So, schauen wir mal. 1,5 Kilo brauchen wir. Also dreimal. 600 Wasser. Okay. Dann brauchen wir 300 Milch. Dann brauchen wir 21 Gramm Salz. Ne? Zack, das passt. Und, na, 15 Gramm Zucker und 18 Gramm Hefe. Eins, zwei, drei. Okay, prima. Dann hier rein. Und mixen. Yeah.
es oben rechts sieht, ich glaube, wir hatten ja mit 5000 Dollar begonnen. Jetzt wohl, dass die Dollar sind, aber okay, dann sind wir hier durch. Dann legen wir das hier ab. Schüssel hierher. Wie gesagt, dreimal goldenes Brot. Zack. Okay. Ah, das ist die richtige Richtung. Mal haben wir schon. Jawohl, das soll es gewesen sein. So ist jetzt hier Ausrufezeichen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht passt irgendwas nicht genau. Und das werden wir sehen nach dem nächsten Zeitsprung. So, dann haben wir das schon wieder. Brot raus, rein in die Kiste, das Ding zurück. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben ja zweimal die Möglichkeit. Einmal da, einmal da. Ich habe das immer hier vorne hingestellt. Vielleicht hilft das weiter. Aber wir können es immer noch nicht in die Stadt bewegen, sondern wir können ja immer nur liefern lassen. Beziehung ist verbessert. Ja. Viele Belohnungen. Ein Level sind wir aufgestiegen. Die Maschine zum Runden und zum Teilen. Tja. Genau, jetzt wäre noch Bauernbrot. Und jetzt sehe ich da eigentlich nicht mehr das hier Sperre. Doch, ist immer noch die Sperre. Vielleicht nehmen wir dann jetzt einmal das untere. Bestimmungsort. Vielleicht können wir da mal selber fahren. Hoffentlich können wir ja fortfahren, ja. Genau, vielleicht einmal, dass wir hier unten rein und dann das selber checken können. So, schauen wir mal, welche Zutaten wir hier brauchen. Schüssel. Mal drauf. So, Weizenmehl. Ich bin nur hier ein bisschen vorsichtig. So, das passt dann auch. Sauerteigstarter. Könnte das so sein? Würde ich mal auch schätzen. Okay, passt sogar. Okay, und Salz. Gramm. Okay, dann passt es. Dann können wir gleich mixen. Okay.
Zack. Zack. Okay. Sehr gut. So, das letzte noch. Noch eine Runde. Okay. Alles klar. Doch mal wieder einen kleinen Zeitsprung machen, würde ich mal vorschlagen. So, und da haben wir es schon wieder. Und jetzt, glaube ich, kann ich auch sagen, warum jetzt dieser Ausrufezeichen gekommen. Weil es runde Brote sind. Und man sieht es im Bild, wir hätten wahrscheinlich diese Kastenform hier kaufen müssen. Aber ist jetzt mal egal. Werden wir jetzt mal schauen, ob wir das tatsächlich jetzt einmal selber liefern können. Wir können es nicht selber liefern. Ja, das ist wirklich zu doof. Verstehe ich nicht. Und da war es wahrscheinlich so, wir hätten diese Kastenform hier nehmen müssen, Brotform. Dann wäre es besser gewesen. Nun gut, wie dem auch sei. Haben wir mal hier ein bisschen reingeschnuppert in den Bakery Simulator und ja, man kann es sicherlich spielen. Ich muss jetzt feststellen, meins ist es nicht unbedingt, aber ganz nett gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!